Rund zwei Monate nach Beginn der türkischen Offensive in Nordsyrien haben türkische Truppen die mehrheitlich kurdische Stadt Afrin eingenommen. Türkische Soldaten und ihre syrischen Verbündeten sind in sämtlichen Stadtteilen präsent. Die Kämpfer geben Freudenschüsse ab, an mehreren Gebäuden wehen türkische Flaggen und Fahnen der mit der Türkei verbündeten syrisch-arabischen Milizen. Die in der gleichnamigen Enklave gelegene Stadt Afrin war das Hauptziel der am 20. Januar von der Türkei gestarteten Offensive Olivenzweig. Die Einnahme der Stadt ist ein wichtiger Sieg der Türkei gegen die Kurdenmiliz YPG. Ankara sieht die YPG wegen ihrer engen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK als Terrororganisation an. Der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge flohen in den vergangenen Tagen mindestens 200.000 Zivilisten aus Afrin. Seit Freitag sollen mindestens 27 Zivilisten getötet worden sein, darunter 16 beim Beschuss eines Krankenhauses. Ankara weist dies zurück.